Entschuldigung, wir hatten eine technische Störung, die nun behoben sein sollte. Wir starten gleich nochmals mit dem Vortrag von vorne. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Vortrag über ethisches digitales Design. Ich freue mich sehr, euch heute alle begrüßen zu können. Wir sind Lea Strohm und Ninja Hoffmann von Ethik Lab für Innovationsethik und wir werden in der nächsten halben Stunde darüber sprechen, warum wir ethisches digitales Design brauchen. Zu Beginn werde ich ein bisschen auf die Designpraktiken eingehen, die sogenannten Dark Patterns, und dann auch aufzeigen, welche Auswirkungen und Effekte sie auf uns und unsere Gesellschaft haben. Und in einem letzten Schritt dann auch noch aus einer ethischen Perspektive, welche Grundwerte eigentlich von uns durch solche Designpraktiken auf dem Spiel stehen. Lea wird dann im Anschluss sich ein bisschen mehr der praktischen Seite zuordnen. Sie wird zeigen, wie wir Designethik in unsere Prozesse mit einbeziehen können und auch zeigen, welche Prinzipien und Methoden dafür wichtig sind. In den letzten Jahren sind Herausforderungen und Risiken im digitalen Raum vor allem mit Datenschutzfragen gleichgesetzt worden. Und spätestens mit dem Cambridge Analytica-Skandal sind Datenschutzfragen eigentlich im Mainstream angekommen. Dokumentationen wie The Great Hack zeigen, wie wir unsere Daten, die wir zum Beispiel in sozialen Netzwerken preisgeben, wie diese genutzt werden können, um uns eigentlich in unseren Entscheidungen zu lenken. Deshalb ist heute meine Frage an euch: Sind digitale Probleme wirklich nur Datenfragen? Nach dem ersten großen Hype um Datenschutz und die Fragen eben über Datenschutz kommt vermehrt jetzt immer ein anderes Thema zum Vorschein, und zwar der Einfluss von digitalem Design. Einige von euch haben vielleicht The Social Dilemma gesehen, auch eine Dokumentation auf Netflix. Und seit diese Dokumentation auch so sehr stark durch die Presse gegangen ist, konnte man eigentlich wie sehen, dass in der Gesellschaft sich immer mehr ein Bewusstsein darüber breit gemacht hat, wie eigentlich digitales Design und das digitales Design unsere Handlungen und unser Verhalten leiten kann. Wenn wir also jetzt über Herausforderungen und Risiken im digitalen Raum nachdenken, dann geht es deshalb eben nicht nur um Datenschutzfragen, sondern es geht vielmehr auch um das digitale Design an sich selbst. Warum aber hat digitales Design einen so großen Einfluss auf uns und unser Leben? Viele von uns denken vielleicht, es liegt recht auf der Hand, einfach weil wir sehr viel im Internet unterwegs sind, weil wir unsere Smartphones den ganzen Tag mit uns herumtragen, weil wir verschiedene Apps den ganzen Tag nutzen. Wir glauben aber, dass die Antwort noch ein bisschen weitergeht und eigentlich auch auf einer tieferen Ebene zu finden ist. Wir glauben nämlich, dass Designpraktiken oder dass wir mit Designpraktiken konfrontiert sind, die darauf angelegt sind, uns bewusst in unseren Handlungen zu lenken und zu gestalten, sogenannte Dark Patterns. Dark Patterns sind Merkmale von Interface Design, die darauf abzielen, NutzerInnen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich vielleicht nicht tun wollten, die aber für das betreffende Unternehmen von Vorteil sind. Dark Patterns sind also damit Designpraktiken, die uns bewusst zu einer Entscheidung lenken möchten. Es gibt eine ganze Reihe von Dark Patterns und ich habe einfach zur Veranschaulichung heute drei Beispiele mitgebracht, einfach damit wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie Dark Patterns funktionieren und was Dark Patterns eigentlich sind, vor allem für die, die vielleicht davon zuvor noch nichts gehört haben. Ein Beispiel für Dark Patterns sind Trick Questions. Das sind Fragen, die so gestellt werden, dass man eigentlich eine Antwort gibt, die man gar nicht geben möchte. Hier im Beispiel sehen wir die Cookie-Zustimmung und das kennen wir alle aus unserem alltäglichen Leben. Wenn wir eine Webseite aufsuchen, dann müssen wir Cookies akzeptieren, beziehungsweise wir müssen eben diese Einstellung vornehmen. Und in sehr vielen Fällen werden eben Cookie-Hinweise so konzipiert, dass sie eine Zustimmung zum Tracking erschleichen. Und hier im Beispiel sehen wir, dass die Frage so formuliert wurde, dass am Ende eigentlich alle Cookies akzeptiert wurden oder werden, obwohl man vielleicht nur die essentiellen Cookies akzeptieren wollte. Das zweite Beispiel, Nagging, das sind immer wieder auftauchende Fragen oder Benachrichtigungen. Und als Beispiel habe ich hier Instagram mitgebracht.
Wir sehen, dass hier eine Benachrichtigung auf Instagram aufploppt mit der Aufforderung, eben sogenannte oder diese Push-up-Nachrichten anzuschalten. Und wenn man genau hinschaut, dann geht es nicht nur darum, dass diese Aufforderungen immer wieder aufploppen und einen wie richtig nerven, sondern es geht eben auch darum, dass man eigentlich gar keine Option hat, diese Benachrichtigung auszuschalten. Man kann sie höchstens pausieren, aber eben nicht abschalten. Und das letzte Beispiel, Interface Interference. Hier ein Beispiel von TikTok. Und wir sehen, dass eben sobald man TikTok auf dem Handy nutzt, dass die App sozusagen die Zeitangabe auf dem Smartphone verdeckt. Und dadurch hat man als Nutzerin gar kein Gefühl dafür, wie lange man eigentlich auf der Plattform verweilt, wie viel und wie lange man davon konsumiert und wie schnell die Zeit auch verstreicht. Dark Patterns sind aber nicht nur einfach fiese und manipulative Praktiken, sondern sie haben auch wirklich schwerwiegende Folgen und Auswirkungen. Sie haben zum einen auf einer physischen Ebene Auswirkungen. Und wenn wir uns jetzt nochmal an das Beispiel von TikTok zurückerinnern, dann wird klar, wie Designpraktiken und diese Dark Patterns eigentlich dazu führen, dass wir alle always on sind. Und es gibt einige Studien, die darauf hinzeigen, dass vor allem Jugendliche eben diesem Always On so ein bisschen verfallen sind, weil sie eben sehr stark auf solche Praktiken anspringen. Das kann natürlich oder das führt dazu, dass junge Menschen viel weniger schlafen, dass sie auch bestimmte Süchte entwickeln können, wie Internetsüchte, aber auch Gaming-Süchte. Dass natürlich soziale Interaktionen zurückgehen und man sich vielleicht auch einfach viel weniger bewegt. Und das hat dann natürlich alles auf das physische Wohlergehen einen Einfluss. Dark Patterns haben auch auf emotionaler Ebene Einflüsse und Auswirkungen. Wenn wir digitale Produkte so designen, dass wir die Diversität von ihren NutzerInnen nicht berücksichtigen, kann dies zu Beeinträchtigungen führen. Es kann aber auch dazu kommen, dass Beeinträchtigungen eigentlich erst zutage treten. Wir können hier an mentale und physische Beeinträchtigungen denken, aber auch zum Beispiel an die Sensibilität von älteren NutzerInnen. Und als Beispiel habe ich hier ein Captcha mitgebracht. Wir sehen, die Überprüfung der menschlichen Identität kann eigentlich nur erfolgen, wenn man sehen kann und man muss eben unten, wie mit dem Kreis gekennzeichnet, eben den Satz noch eintippen. Und die gute Nachricht bei diesem Beispiel ist, dass Captcha sehr lange auch in der Kritik stand und mittlerweile auch sozusagen eine Überprüfung durch Audio bereitstellt. Das heißt, es ist ein bisschen ein veraltetes Beispiel, aber ich glaube, es zeigt immer noch sehr gut, wie fehlende Diversität und auch Exklusion eben im Design und durch Design eigentlich vonstatten gehen kann. Dark Patterns haben auch auf sozialer Ebene Auswirkungen und die Gesellschaft haben wir jetzt schon ein bisschen gesehen, deswegen möchte ich einfach nur noch ein paar Wörter über Demokratie sagen. Digitales Design kann politische Polarisierung begünstigen, sie kann auch Auswirkungen auf unser Wahlverhalten haben und unsere Deliberationsprozesse umgestalten. Studien zeigen, dass vor allem Fake News in sozialen Medien sich deutlich schneller und einfacher verbreiten können als in traditionellen Medien. Und das hat natürlich auch oder es kann Einfluss auf unsere Wahlentscheidung haben. Das heißt, einmal gehe ich überhaupt zur Wahl oder auch welche Kandidatin wähle ich. Und wenn wir an die US-Wahl in 2016 denken, dann wird uns, glaube ich, sehr schnell bewusst, was das Ausmaß von solchen Dark Patterns oder Designpraktiken sein kann. Das heißt, diese Praktiken können auch wirklich im Endeffekt das Funktionieren unserer demokratischen Systeme aufs Spiel setzen. Wir haben uns jetzt die verschiedenen Designpraktiken angeschaut und auch haben vielleicht auch eher ein Gefühl für die negativen Folgen bekommen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, ist ja alles schön und gut, aber was hat das jetzt eigentlich mit Ethik zu tun? Und ich würde jetzt eben gerne noch einen Bogen zur Ethik schlagen. Als EthikerInnen stellen wir vor allem normative Fragen, beziehungsweise wir stellen nur normative Fragen. Heißt, wie soll etwas sein, um gerecht oder gut zu sein?
Das heißt, als EthikerInnen fragen wir uns auch, welche Werte sollte eigentlich ein gutes Leben implizieren? Und in diesem Zusammenhang fragen wir natürlich auch, welche Werte stehen eigentlich auf dem Spiel, wenn wir eben solche Designpraktiken anwenden? Okay, im letzten Schritt möchte ich euch noch so ein bisschen auf eine eben kleine Wertereise mitnehmen. Und das ist natürlich nur eine Auswahl von Werten, die eben auf dem Spiel stehen kann. Es gibt natürlich noch sehr viel weitere Werte. Aber genau, wir fangen vielleicht unten links mit der Privatsphäre an. Wir alle haben ein Recht auf Schutz unserer Privatsphäre und es sollte uns natürlich selbst überlassen sein, wann, wie viel wir von uns teilen. Und wenn wir eben in unseren Entscheidungen und in unserem Verhalten gelenkt werden, sei es bewusst oder unbewusst, dann verlieren wir natürlich einen Teil unserer Privatsphäre. Wir verlieren das Recht auf Schutz dieser und wir verlieren vor allem aber auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und das führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, der Autonomie. Autonomie wird in unserer westlichen Welt vor allem mit Freiheit gleichgesetzt. Es kann je nach philosophischer Tradition, kann es Freiheit von etwas sein, es kann aber auch Freiheit zu etwas sein. Autonomie wird aber vor allem oder impliziert aber vor allem die Möglichkeit, Entscheidungen frei zu fällen und ganz wichtig, eben frei von Zwängen und Einflüssen zu sein. Das heißt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und werden wir jetzt eben wieder in unseren Entscheidungen und in unserem Verhalten über digitales Design gelenkt, dann verlieren wir natürlich ein Stück dieser Autonomie. Dann Gesundheit. Wir alle haben ein Recht auf mentale und physische Gesundheit. Wir haben auch ein Recht darauf, uns eine Grundlage für positive Entwicklung selbst gestalten zu können und erarbeiten zu können. Und der Wert der Gesundheit beinhaltet aber auch den Schutz gegen Leid und Schmerz, sei es physisch oder auch mental. Und werden wir nun in unseren Handlungen mit Hilfe von manipulativen und überzeugenden Designpraktiken gelenkt, dann ist natürlich dieser Schutz und dieses Recht auf Unversehrtheit aufs Spiel gesetzt. Chancengerechtigkeit meint hier vor allem, dass der Zugang zu Möglichkeiten gerecht gestaltet wird. Und gerade weil wir alle sehr divers sind, weil wir individuell gestaltet sind, weil wir individuelle Merkmale und auch Ausprägungen haben, sollte der Zugang zu Gütern für alle gewährleistet sein. Er sollte aber vor allem gerecht gestaltet sein. Wenn wir also so designen, dass wir die Diversität der Gesellschaft nicht berücksichtigen, dann steht eben Chancengerechtigkeit auf dem Spiel. Nachhaltigkeit meint hier, dass digitale Produkte vor allem einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie wir den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft bewerkstelligen können. Wir alle wissen, dass Webseiten enorm viel Energie verbrauchen und benötigen. Und im digitalen Design können wir aber eigentlich auch ein bisschen beeinflussen, inwiefern oder wie viel Emissionen wir ausstoßen. Das heißt, die Größe von Bildern hat einen großen Einfluss, aber auch, ob wir Videos oder wie viele Videos wir auf der Webseite haben und aber auch, wo die Webseite gehostet wird. Digitales Design ist also ein Feld, wo wir einen sehr großen Einfluss haben und hätten. Und digitale Produkte sollten deshalb von Beginn an effizient und nachhaltig produziert werden. Zum letzten Punkt der Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist ein Punkt, der sehr gut so ein bisschen zusammenführt, was ich bis jetzt so erzählt habe. Gemeinschaft oder der Wert der Gemeinschaft meint, dass wir als Menschen sehr stark ein Bedürfnis haben von Zugehörigkeit und dem auch entgegenstreben. Und für uns Zusammenhalt und ein Leben in einer Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist. Digitales Design, wie ich eben schon gezeigt habe, greift zum Teil so stark in unser Leben ein, dass eben diese Werte wie Solidarität, aber auch Zusammenhalt ein bisschen auf der Strecke bleiben oder einfach so ein bisschen verloren gehen und eben auch unsere demokratischen Werte wie Selbstbestimmung, Gleichheit und auch Mitspracherecht verletzt werden können. Nach dieser kleinen Reise durch die Werte hoffe ich, dass es ein bisschen klarer wird, warum wir eigentlich ethisches Design brauchen und was eben auch von nicht-ethischen Designpraktiken eigentlich für Auswirkungen und Folgen auftreten.
und wie das in der Praxis genau aussieht, beziehungsweise wie wir vielleicht auch ethisches Design in der Praxis implizieren. Dafür übergebe ich jetzt an Lea. Vielen Dank. Ich mache gleich weiter. Wie Ninja gesagt hat, überlegen wir uns natürlich auch, gut, wir haben ein Problem erkannt, aber was können wir jetzt gegen dieses Problem, wie können wir es angehen, was können wir eigentlich tun? Und als wir sage ich nicht nur wir bei Ethics, sondern auch eben wir alle, die auf der produzierenden Seite, der entwickelnden Seite von digitalen Produkten und Interfaces uns bewegen. Wenn wir ein Produkt analysieren und wir haben jetzt sehr stark auch auf die Dark Patterns, auf diese Design-Merkmale fokussiert, dann gibt uns das natürlich einen Blick auf dieses Produkt. Wir können versuchen zu verstehen, was eben die ethischen Auswirkungen auch sind oder mögliche eben Risikobereiche rund um dieses Produkt. Aber es gibt uns nicht das volle Bild. Und wir sind überzeugt, dass eben Ethik schon im Designprozess eine große Rolle spielen sollte. Denn wenn wir es schaffen, im Designprozess ethische Methoden mit reinzubringen, dann schaffen wir es auch, verantwortungsvolle Produkte zu gestalten. Also die Idee, dass man eben Ethik nicht erst, wenn ein vollständiges Produkt da ist, sich jetzt fragen soll, oh, und was hat das jetzt vielleicht für Auswirkungen oder inwiefern stimmt das überein mit gewissen Werten, sondern dass man das von Anfang an die Ethik mitdenken sollte. Und im Bereich der eben Interfaces oder des Designs, da häufig, wenn wir anfangen, wenn wir eine Projektidee haben, eine Produktidee, dann überlegen wir uns, na, was sind die Requirements, die Vorgaben, die wir erfüllen müssen, sowohl aus einer Geschäftsperspektive, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, was wollen wir überhaupt damit erreichen, was will ein Unternehmen damit erreichen, aus der User-Perspektive, wie wollen wir den User-Journey gestalten, welches sind unsere Userinnen-Gruppen und was sind quasi die Anforderungen, die diese Gruppen auch haben. Und zuletzt natürlich aus der Tech-Perspektive, also was haben wir für technische Mittel, beziehungsweise wie wollen wir das aus einer technologischen Perspektive gestalten. Und wir sagen ja, selbst so schon von ganz an sollte man eben noch einen vierten Bereich mit reinnehmen, die Gesellschaft als so Überbegriff quasi, uns überlegen, welche Auswirkungen kann diese Idee haben, beziehungsweise auch welche Anforderungen haben wir auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Und wie wir gesagt haben, oder wir haben vorhin schon erwähnt, eben es geht um Methoden, um Prinzipien, die wir integrieren sollten in den Designprozess beziehungsweise in den ganzen Entwicklungsprozess eigentlich von digitalen Produkten. Und wir haben hier eine kleine Auswahl von drei Methoden, wenn wir das so nennen wollen. Die erste, Antizipation von Verhalten. Da geht es darum, zu antizipieren, eben wie sich Nutzer, Nutzerinnen verhalten werden, beziehungsweise welche Verhaltensmuster sie möglicherweise an den Tag legen und welche kognitiven Biases auch, also welche, ja genau, also wie quasi auch kognitive Biases ihr Verhalten beeinflussen könnte. Und das ist natürlich, passiert das sowieso, wenn wir Nutzer, auch nutzerzentriertes Design machen, überlegen wir uns natürlich, wie der Nutzer handelt, aber hier geht es noch, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und sagen, sobald wir uns überlegen, ja, was könnte eben diese, was könnten, wie können wir dieses Verhalten antizipieren, dann uns eben diese Antizipation verbinden mit einer Überlegung, der ethischen Risiken, also welche Risiken, welches Verhalten, welches risikoreiche Verhalten könnte passieren. Im Beispiel davor, das habe ich jetzt gar nicht erklärt, da hat man nur gesehen, eben Instagram hat irgendwann eingeführt, dass man sieht, sobald man am Ende seines Feeds angekommen ist, in der Idee, Nutzerinnen darauf hinzuweisen, dass sie alles gesehen haben und dass sie jetzt eigentlich wieder das App schließen können. Quasi auch dort wieder, man weiß ja mittlerweile, dass diese Endless Feeds dazu führen, dass Nutzerinnen ganz viel Zeit, also halt endlos auf diesen Apps Zeit verbringen können. Und das ist eine Art, wie man designen kann, um eben diesem Verhalten entgegenzuwirken. Beim Beispiel hier, das ist ein Beispiel von MailChimp.
Da geht es darum, eigentlich ein Verhalten, auch ein quasi Risiko zu verhindern, indem man auch wieder mit Designpraktiken arbeitet. Hier geht es um die Löschung von gewissen Inhalten auf der Plattform, also so Kontaktlisten quasi. Und dort will man auf alle Fälle verhindern, dass Nutzer, Nutzerinnen Sachen löschen, die sie eigentlich nicht löschen wollen. Und Mailchimp hat dafür ein Design-Feature mit integriert, wo man sagt, okay, man muss nicht nur zwei Knöpfe drücken, nicht nur zweimal bestätigen, dass man tatsächlich diese Handlung ausführen möchte, sondern man muss auch noch Delete tippen. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber sehr konkret eben. Man stellt sich vor, okay, es gibt ein Feature auf unserer Plattform, dass man eben Inhalte löschen kann, Listen löschen kann. Und wahrscheinlich auch aus eben User-Testing, aus Beobachtung merkt man, okay, manchmal passiert es, dass Nutzerinnen das löschen. Und das kann natürlich dann, in diesem Fall ist es jetzt vielleicht nicht ein ethisches Problem an sich, aber dass Nutzerinnen ja, Aktionen ausführen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und hier kann man das eben auf diese Art oder ein Beispiel, wie man so etwas umgehen könnte. Als letzten Block, das ist auch, baut auf was Nina schon erwähnt hat, diese Idee eben, dass man quasi diverse Teams braucht, um inklusive Produkte zu gestalten. Also Co-Design mit verschiedenen, diversen Teams, mit Leuten mit ganz verschiedenen Hintergründen zum einen, aber eben auch verschiedenen Fähigkeiten, zum Teil eben auch Beeinträchtigungen. Und das sowohl im Designprozess als aber dann auch eigentlich in der Nachbearbeitung oder im User-Testing, was schon im Designprozess gemacht wird, was dann auch nach dem Launch gemacht wird, dass man dort eben auch unterrepräsentierte Gruppen mit einbezieht. Und das Beispiel, was wir hier sehen, ist von Spotify, die sehr viel Feedback gekriegt haben, dass es für farbenblinde Menschen unglaublich schwer war, mit ihrem App umzugehen, weil sie nie sahen, wenn ein Knopf quasi an war, weil das nur grün hervorgehoben wurde. Und sie haben dann ein sehr, sehr kleines, eine sehr kleine Anpassung gemacht im Design, nämlich dieser Punkt unten dran, was es farbenblinden Menschen eben erlaubt zu sehen, wie sie diese App nutzen, beziehungsweise die verschiedenen Funktionen der App auch nutzen zu können. Und das ist ein kleines Beispiel, aber ein schönes Beispiel, wie eben eine App, wie durch sehr kleine Anpassungen zum Teil Zugänglichkeit gewährleistet sein kann in digitalen Interfaces. Und ich glaube, das ist noch, also auch in der Schweiz vor allem noch ein Thema, was relativ wenig Aufmerksamkeit kriegt, eben diese Idee, wie können wir accessible design, also quasi für eben auch Menschen mit gewissen Beeinträchtigungen. Nach den Methoden nochmal so noch einen Schritt praktischer, und zwar ja, wenn jetzt sagt, okay, ich bin Teil eines Teams, entwickeln eine App, wir entwickeln eine Website, was weiß ich, wie können wir das angehen? Gibt natürlich zwei Ebenen, auf denen wir denken, dass man da agieren muss. Zum einen auf der Produktebene, wie ich gerade erklärt habe, im Prozess, im Produkt und natürlich auch das Konzept anschauen, analysieren aus einer ethischen Perspektive. Und dort noch ein paar Kommentare dazu, also beziehungsweise ein paar Details noch. Dort geht es wirklich darum, eigentlich am Anfang das Konzept, die Idee zu analysieren und schauen, zu verstehen, was ist die ethische Ausrichtung dieses Produktkonzepts, was sind eigentlich die Werte, die damit verwirklicht werden sollen oder die dem Team, dem Kunden, der Kundin wichtig sind. Sobald man diese Grundlage, diese Basis erarbeitet hat, natürlich dann auch eben dieser Fokus auf dem Produkt selber, also auf einem Prototyp zum Beispiel, den man testen kann nach Dark Patterns, welche Dark Patterns sind verfügbar, die und natürlich auch datenrechtliche Fragen analysieren. Und der letzte Punkt eben Accessibility, auch dort wieder diese Frage, wie können wir eigentlich designen, dass es zugänglich ist für verschiedene Nutzergruppen, Nutzerinnengruppen. Und bei der Prozessanalyse
geht es dann eben auch nochmal zu schauen, inwiefern sind diverse Nutzergruppen, Nutzerinnengruppen im Designprozess dabei gewesen und ist der Prozess an sich stimmig mit auch den Grundlagen, die man sich anfangs gegeben hat. Und wie dann das konkret aussehen kann, seht ihr hier. Das ist nur mal so ein Mock-Audit, den wir schon mal gemacht haben, wo man versucht eben auf, da war es Galaxus, haben wir hier uns angeschaut, welche Dark Patterns findet man hier. Das kann dann einen guten Überblick geben, eben über was überhaupt vorhanden ist. Oh, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Der zweite Punkt, wir haben es vorhin schon besprochen, geht es um die Kompetenzen, eben quasi was sind. Es geht nicht nur darum, ein Produkt so ethisch wie möglich zu gestalten, sondern natürlich auch die Menschen, die daran arbeiten, denen ethische Kompetenz mit auf den Weg zu geben, beziehungsweise Best Practices auch, wie sie eben zum Beispiel inklusiv designen können oder eben auch diese Antizipation von Verhalten, die kognitiven Biases kennen und so weiter. Und zum Schluss, ich bin schon fast fertig, ich glaube, unsere Zeit ist auch schon fast vorbei. Hier, oder wir müssen zum Ende kommen, aber zum Schluss noch dieses Zitat. Es liest sich mehr oder weniger, Design ist die Schnittstelle unserer Interaktion mit dem Internet. Es ist die Sprache, wie wir das Internet lesen. Und es sollte nicht zu viel verlangt sein, dass diese Sprache verständlich und ehrlich ist. Genau. Und noch ein abschließendes Wort zu wer wir sind. Eben Ethics ist, wir sind das Lab für Innovationsethik und wir auf ganz verschiedenen Ebenen beleuchten wir und untersuchen wir die ethischen Fragen des digitalen Wandels. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für euch, für eure Aufmerksamkeit und sind natürlich für die letzten paar Minuten noch offen für Fragen. Gerne übergebe ich auch wieder an Luke, wenn er sich zu Wort melden möchte. Ja, Ninja Hoffmann und Lea Strom, vielen Dank für den spannenden und inspirierenden Vortrag. Ja, leider werden uns Dark Patterns wohl noch eine Weile beschäftigen. Wir entschuldigen uns noch einmal für die technischen Probleme. Wir müssen deswegen leider das Q&A in die Welt verschieben. Ihr könnt Fragen in der Welt auf der Karte Vorträge und Workshops im Classroom stellen. Ich danke vielmals fürs Zuhören und nochmals vielen Dank an die beiden Referentinnen. Ja, ich wünsche einen weiterhin schönen Winterkongressabend.